Die Ingelheimer Partnerstadt Neiße, polnisch Nysa, ist von einer heftigen Flut heimgesucht worden. Willibald Rixner hat Bilder und Informationen von der Katastrophe erhalten. Unsere Ingelheimer Partnerstadt Neiße, auf polnisch Nysa, liegt an der Glatzer Neiße. Ich kenne Neiße seit über 20 Jahren und war in den letzten Jahren mehrmals zu Partnerbesuchen dort. Neiße hat sich in dieser Zeit zu einer wunderschönen und lebenswerten Stadt entwickelt. Unsere polnische Partnerstadt Neiße ist von einer Flutkatastrophe ungeahnten Ausmaßes betroffen, die viele Zerstörungen und Leid mit sich gebracht hat. Wir sind in Gedanken bei unseren Freundinnen und Freunden in unserer polnischen Partnerstadt und werden uns auch an den Hilfsaktionen beteiligen. Mitte September erreichte das aus Tschechien kommende Hochwasser der Glatzer Neiße auch Nysa und überflutete große Teile der Innenstadt. Der Bürgermeister von Nysa ordnete angesichts der Gefahr eine dringende Evakuierung der Stadt an. Eine besondere Gefährdung ging von dem Staudamm des Neisser Sees aus. Es wurde ein Riss in der Staumauer festgestellt. Es drohte die Gefahr eines Dammbruchs. Etwa 2000 Helfer, die mit Tausenden von Sandsäcken den Damm verstärkten, konnte eine noch stärkere Überflutung verhindert werden. Auch in das Krankenhaus drang Wasser ein. Viele medizinische Geräte wurden zerstört. Über 100 Patienten wurden zum Teil sogar mit Schlauchbooten in Sicherheit gebracht. Schulen und Kindergärten, Büros und andere öffentliche Einrichtungen wurden überschwemmt. Sehr viele Bürger der Stadt haben enorme Schäden erlitten. Die Aufräumungsarbeiten der schlimmsten Schäden haben bereits begonnen. Nach den Angaben des Bürgermeisters von Neiße werden einige Monate benötigt, um die Stadt aufzuräumen. Allein für die Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur wird mit einer Summe von mehr als 25 Millionen Euro gerechnet. Der Gesamtschaden für die Stadt und die betroffenen Bürger ist ein Vielfaches davon. Es wird noch lange dauern, bis auch Neiße wieder in dem Zustand wie zuvor ist. Schön, dass es auch positive Sichten in der momentanen Situation gibt. Die Stadt Ingelheim hat für ihre Partnerstadt ein Spendenkonto eingerichtet.